Der italienische Spitzenclub Lazio Rom hat die Verträge mit den Leistungsträgern Ciro Immobile und Sergej Milinkovic-Savic vorzeitig bis ins Jahr 2023 verlängert. Das gab der Club aus der Serie A am Montag bekannt. Italienischen Medienberichten zufolge soll sich die Vertragsverlängerung für die beiden Stars auch finanziell lohnen. Statt bisher 1,8 Millionen Euro netto soll Milinkovic-Savic künftig rund 3 Millionen Euro kassieren. Immobiles Gehalt soll ebenfalls auf 3 Millionen Euro steigen. Sergej Milinkovic-Savic stand wohl auch bei Real Madrid und Barcelona auf dem Zettel. Mit 29 Toren krönte sich Ex-BVB-Stürmer Immobile in der abgelaufenen Saison zum Torschützenkönig der Serie A. Ursprünglich lief sein Vertrag noch bis ins Jahr 2022. Der serbische Nationalspieler Milinkovic-Savic avancierte in der vergangenen Saison zu einem der begehrtesten Spieler der Serie A. Dank seiner 12 Treffer in 35 Einsätzen buhlten unter anderem auch der FC Barcelona und Real Madrid um seine Dienste. Punkt. Das alte Arbeitspapier des 25-Jährigen lief noch bis ins Jahr 2019 mehr zu Lazio Rom und Milinkovic-Savic und Ciro Immobile.